Das wird auch. Da habe ich mal wieder nicht richtig geklickt. Eine Waffe kehrt immer zurück. Erfolg abgeschlossen. Klar, jetzt kommt der ganze Rest hier, während die Nekromanten alle tot sind. Also nur, wo ich die Hauptarbeit schon gemacht habe. Mensch, die Abenteuer sind ganz schön schwach hier. Ich mach die ganze Arbeit hier. So. Die brennenden Haufen. Achso, ich muss die Trümmerhaufen jetzt hier dann reinmachen. Okay. Und ciao. Dann nehmen wir das mit hier. Dann haben wir hinten noch, wo wir die Leute holen müssen. Ich dachte, ich müsste sterben. Monster, ich werde dich töten. Du meinst mal, ich werde sie töten. Du piekst sie nur ganz komisch mit deinem Ding hier. So, Holde Maid, ihr seid nun frei. Was haben wir hier? Okay. Ach, ein Drache! Bei den Göttern im Hafen! Oh, wie ich die Schreie vermisst habe. Ich habe mich noch nie so lebendig gefühlt. Darum, dunkles Wesen aus meinem Blut und meiner Seele, verkünde meine Rückkehr mit deinem Gebrüll. Ich krieg Malte-El-Vibes bei dem. Unvollständiges Garum. Na komm. Wait, what? Du. Sigmund, wie kommst du hierher? Du bist tot. Ich habe dich sterben sehen. Dem Chaos gefiel es, mich in die Welt der Lebenden zu schicken. Und dasselbe könnte ich auch dich fragen, Tar. Ja.
so eifrig, unseren alten Kampf fortzusetzen. Geduld darum. Wir brauchen mehr Zeit zur Vorbereitung. Geht es dir gut? Mensch. Es lief so gut und hab mich das Ding erwischt. Furchtbar. Ich bin Tar, ein Ritter. Wie heißt du? Tja, guten Tag, Tar. Verstehe. Wenn du nicht gewesen wärst, hätte die Sache noch schlimm ausgehen können. Vielen Dank. Aber es gibt immer noch Leute, die evakuiert werden müssen. Die Dämonenbestien, die plötzlich aufgetaucht sind, haben massenhaft Opfer gefordert. Garum, die Flammen dieser Dämonenbestie sind von böser Magie. Wunden, die durch sie verursacht werden, heilen nur schwer. Nimm diesen Anhänger und behandle die Opfer damit. Okay. Mach ich, Chef. Mach ich. Verletzte Dorfbewohner. Nein. Wie ist das möglich? Oh, was ist hier los? Das heilende Licht umhüllt die Wunde. Die Götter seien gepriesen. Herzlichen Dank. Gerne doch. Oh, mir geht's schon viel besser. Das freut mich. So, ich trinke mir eben was. Das Licht. Das Licht ist weg. Das Licht kann nicht weg sein, weil wie man sieht, scheint die Sonne gerade noch. Ich meine nur. Bedrück dich etwas. Erkläre mir das Licht des Anhängers. Achso, vielleicht bin ich unrein. Das ist die einzige Erklärung, die mir einfällt, warum das Licht verschwinden würde. Entschuldige, ich wollte dich nicht überraschen. Ich habe schon gegen den Nekromanten Siegmund gekämpft. Vielleicht wurde ich im Kampf verflucht. Wir müssen die Burg über Siegmunds Wiederauferstehung unterrichten. Verschwinden wir von hier. Okay. Dann machen wir das mal. So, einmal kurz verschwinden. Verschwindibus. Ich habe dich erwartet. Echt? Auf zur Burg Werren. Hafeneingang Treeporter aktiviert. Korra. Diese armen Leute, sie müssen am Verhungern sein. Es geht nichts über eine heiße Suppe, wenn man hungrig ist. Bitte verteile diese Suppe an die Flüchtlinge. Danke. Verteile Suppe an die Flüchtlinge. Bringe die Suppe zu der alten Frau, die nach ihrem Sohn sucht. Bringe die Suppe zu dem verängstigten Jüngling. Bringe die Suppe zu dem verhungernden Kind. Ich wurde gebeten, den verhungernden Flüchtlingen im Kronerwald heiße Suppe zu bringen. Dann machen wir das doch. Ist doch alles gar kein Problem. Das ist doch der Quest da unten. Ach, jetzt ist er geladen. Der hat gerade nicht geladen. Gehe nach Osten durch den Wald und du wirst eine Burg sehen. Okay. Ich will zur Burg werden, aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Bitte erzähle niemandem von mir. Danke. Lass mich raten, er ist auch gestorben. Drum war er so überrascht. Ich soll deshalb niemandem von ihm erzählen, weil er eigentlich tot ist. Genau wie der andere. Sind beide gestorben. Hast du zufällig meinen Sohn gesehen? No, und offensichtlich kann ich deinen Sohn nicht suchen. Danke, jetzt habe ich mich beruhigt. Kind, ich dachte, ich müsste verhungern. Danke. Suppe! Ich hatte solchen Hunger. Danke. Ich wurde gebeten, den Vogelflüchtlingen im Kronerwald heiße Suppe zu bringen. So, du hast einen Gütepunkt erhalten. Was die Toten zurücklassen. Entschuldigung, sind wir uns am Kronehafen begegnet, oder? Ja. Ich habe hier die Habseligkeiten von Korban, der bei meiner Rettung ums Leben gekommen ist. Ach, sie war das. Genau, sie hat uns um Hilfe gebeten. Ich möchte sie seiner Familie überbringen, aber ich weiß nicht, wo sie ist. Die Hafenwache ist gerade mit der aktuellen Lage beschäftigt. Meinst du, sie wissen vielleicht etwas? Finde die Wache, die im Kronerwald patrouilliert. Terehil vom brennenden Hafen gab mir die Habseligkeiten von Korban mit, dem Abenteurer, der sie gerettet hatte und dann gestorben war. Es sollte sie jemanden bekommen, der ihn kannte. Achso, die Sachen. Jo. Ich finde irgendwie auch das ganze Tech- und Mecha-Zeug, weil ich das mega lustig und mega gut fand. Aber ganz ehrlich, ich finde irgendwie dieses Standarddingens hier
Weiß ich nicht, ist irgendwie schöner. Wache, Dieter. Ah, du bist es. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Na toll. Ah, du bist es. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Dank dir konnte ich die Kinder evakuieren. Es heißt, im Hafen wären auch Dämonenbestien aufgetaucht. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht, als ich hörte, dass du auf dem Weg dorthin warst. So viele Abenteurer sind ums Leben gekommen. Kennst du einen Abenteurer namens Korban? Weißt du, wie ich ihre Familien finde? Ja, wir haben eine Zeit lang zusammengearbeitet. Er war fähig und umgänglich. Hast du etwas Geschäftliches mit ihm zu erledigen? Korban ist tot. Oh, das tut mir leid. Das werde ich an die Gilde weitergeben. Falls du irgendwelche Habseligkeiten oder ein Testament von ihm hast, kannst du mir das geben. Ich wollte sowieso nach Ranjerode. Tyrell von Brennenhafen kommt mir. Okay. So. Heps, Kup, sie meinte Visage genauso ruckler wie in Elden Ring. Dann wird vermutlich das irgendwas. Keine Ahnung. Dann ist es irgendwas mit OBS, was mit Streaming zu tun hat. Dann hat es irgendwas mit OBS zu tun oder irgendwas mit. Keine Ahnung. Also OBS-Scanner-Probleme macht. Ja, entweder das oder es ist irgendwas mit dem NVIDIA-Encoder, weil wir beide den NVIDIA-Encoder verwenden. Dann ist es vielleicht irgendwas mit der Grafikkarte. Also nicht mit der Grafikkarte per se, sondern was mit dem Grafiktreiber. Oh, guck was haben. Wäre jetzt eine Überlegung, dass es vielleicht am Encoder liegt. Sei immer vorsichtig mit. Dass praktisch die GPU das nicht parallel packt, irgendwas grafisch zu rendern und OBS zu machen. Dass da irgendein Update kam, was Windows da rumspackt, ich habe keine Ahnung. Oh, ein neues Gesicht. Wie kann sehr ich komisch. Das müsste man sich dann wohl mal genauer angucken. Frage im Übrigen, wir sind jetzt hier im Hafen, aber wir haben den Treeporter hier nicht. Warte mal, ich muss da ganz kurz den Treeporter aktivieren. Was? Irreversible. Hallo, schönen guten Abend. Danke für den Follow. Schön, dass du da bist. Du hast mein Leben gerettet. Erinnerst du hast damals meine Wunden geheilt. Unglaublich. Der Cooper streamt doch. Was machst du hier? Du musst zum Cooper rüber. Der streamt. Diese Uma sind wirklich lustig. Ah. Ich bin nur mal gespannt tatsächlich, ob, ob wir das rausfinden, was die Ruckler verursacht. Bin ja bei Coopy. Sehr gut, das ist die richtige Antwort. Also, nicht, dass ich dich nicht hier haben will und so. Aber... Na gut, Koppisch auch mit zwei Streams. Von daher. Sich entspannt. Aber schön, dass du da bist, dass du rüberkommst. Ja, ja, ich sehe schon. Gehe wieder. Nein, so war das nicht gemeint. Oh Gott. Ich bin total super, ne? Weißt du, ich schmeiße die Leute aus dem Stream aus. Nein, das war so nicht gemeint. Du bist herzlich willkommen. Kannst machen, was du willst. So. So. Nee, stelle ich jetzt nur leise, aber Support im Hintergrund. Alright, viel Spaß. Dankeschön. Viel Spaß. Mama, Papa. Ah. Da, 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 da. Dir auch. Viel Spaß. Okay, ich habe hier auch Ruckler gerade. Ich glaube, das ist ein Windows-Problem. Aber es sieht echt cool aus. Ich habe hier gerade so Dingens, so
so hohe Himmel-Vibes von Diablo 3. Na, okay, das ist kein Raytracing hier in dem Wasser da. Das sieht sehr komisch aus, ist sehr schade. Kein Raytracing. Ich bin enttäuscht. Ich habe da nicht hingedrückt. Ich habe die Maus nicht angefasst, aber das Spiel ist einfach sich umgedreht und sagt, okay, kein Raytracing, gehe ich halt wieder raus aus dem Gebiet. Naja, schön. Sehr cool. Ich habe echt hier so Vibes so ein bisschen von den hohen Himmeln aus Diablo 3. Das sieht echt mega gut aus. Okay. Geh zur Burg der Königin. Das gibt's nur in Bern. Wirklich? Großartig. Feuerwerk! Ach so, da ist dieses große Treeporter-Dingens hier. Rückkehrpunkt registrieren. Man kann aber leider nur einen Rückkehrpunkt registrieren. Das ist sehr schade tatsächlich. Okay, hier ist das Spiegeln jetzt besser. Halt! Für Auswärtige ist dies Sperrgebiet. Okay. Was? Was ist das? Was zeigen wir da? Du willst also kämpfen, hä? Selbst schuld. Was? Was ist los? Hallo? Hä? Dieser Anhänger... Er stammt von einem Ritterorden, der vernichtet wurde. Du schuldest mir wohl eine Erklärung. Folge mir. Okay. Die mögen das wohl nicht, diesen Anhänger. Sehr gut. Erwähle. Der Anhänger gehört meinem alten Freund Tar. Woher hast du ihn? Na, von ihm. Es ist verdächtig, dass du ihn dazu verwendet hast, um in meine Burg zu gelangen. Ach so. Okay. Warum? Erzähle mir alles. Sofort! Es gibt eine dringlichere Sache. Ich habe keine Zeit, ich muss zur Königin. Das ist nicht die Antwort, die ich hören wollte. Aber gut, erzähl mir, was los ist. Der Nekromant Sigmund lebt wieder. Sigmund? Du meinst den Rekomanten Sigmund, der vor 100 Jahren lebte? Okay. Woher kennst du seinen Namen, Fremdling? Erkläre dich! Du hast ihn im Kronhafen gesehen? Oh nein! Ich will das nicht glauben, aber wenn du wirklich die Wahrheit sprichst, haben wir ein Problem. Okay, dir wird eine Audienz bei der Königin gewährt. Geh. Ich finde das super. Klassische RPG-Logik oder MMO-Logik. Das sieht echt, das ist echt mega hübsch aus hier alles. Okay. Das ist voll schön hier. Es gefällt mir tatsächlich tausendmal besser als dieses Tech-Mecker-Zeug, bin ich ganz ehrlich. Oh, hallo. Das sieht ein bisschen... Also, es sieht mega cool aus, das Outfit, aber irgendwie mega unvorteilhaft. Vor allem sieht es so schwer aus. Bericht der Eärlin von Sigmunds Auferstehung. Sprecher Alberto. Willkommen. Was führt dich zu mir? Mir wurde mitgeteilt, du wolltest mich unbedingt sehen. Ich finde, also das Outfit finde ich mega cool. Ich finde, das sieht mega gut aus. Aber es wirkt so ein bisschen unfortlaufend mit diesem ganzen schwebenden Zeug und alles. Da kann man sich überall pieksen. Aber es sieht cool aus. Ich bin beschäftigt und später wieder jenseits des gefrorenen Meeres muss ich abschließen. Willkommen. Okay. Was führt dich? Ein Monster ist aufgetaucht und im Kronhafen niedergebrannt. Erzähl mir darüber.
Der Nekromant Siegmund ist wieder aufgetaucht? Unmöglich. Er starb vor 100 Jahren. Das mag sein. Aber du siehst nichts aus, als würdest du lügen. Abenteurerin, ich muss zuerst wissen, wen ich vor mir habe. Identifiziere dich. Darf ich jetzt meine Lebensgeschichte erzählen, mit welchem Kontinent ich alle schon gerettet habe? So, ich würde mich gern vorstellen. Ich habe schon von dir gehört. Du hast den Regenten am Heldenwall besiegt. Abenteurerin, ich glaube dir. Also ist Siegmund, der Nekromant, wieder zum Leben erwacht. Seinetwegen war Vern einst in Blut und Finsternis getaucht. Ich muss umgehend meine Retter entsenden. Die Senatoren haben sich bereits versammelt. Ich kann diese Angelegenheit sofort mit ihnen besprechen. Würdest du Sprecher Alberto berichten, was du gesehen hast? Jawohl, Königin. Kriegen wir hin. Was soll das heißen? Siegmund ist zurück? Ja. Das glaubt dir doch niemand. Frage die anderen Senatoren hier. Okay. Völliger Unsinn. Ja. Wo ist der Beweis? So etwas habe ich noch nie gehört. Ja. Er ist tot. Und das schon seit 100 Jahren. Okay. Niemand im Senat scheint dir zu glauben. Wenn du keine definitiven Beweise vorlegen kannst, können wir Senatoren die Entsendung der Ritter nicht erlauben. Eure Majestät, ihr sollt nicht Erwägung ziehen, die Ritter zu entsenden, nur weil ein einziger Fremdling euch dazu geraten hat. Außerdem würde es eine Unmenge an Geld kosten. Das können wir uns aktuell nicht leisten. Warum geht es eigentlich immer ums Geld? Siegmund ist seit 100 Jahren tot. Selbst wenn er zurückkommen sollte, kann er nichts weiter als ein Geist sein, der zu schwach ist, um sich selbst zu materialisieren. Also bitte trefft eure Entscheidung weise. Wir lassen euch nun allein. Well, well, well. Als Königin muss ich die Meinung des Senats respektieren. Na klar. Das bedeutet, dass ich die Ritter nicht aufstellen kann. Aber ich könnte die Abenteurergilde anheuern, um dieser Sache nachzugehen. Doch, falls Siegmund wirklich auferstanden ist, kann die Gilde nicht allein mit ihm fertig werden. Ich habe viel Großartiges für mich gehört. Würdest du für mich der Gilde zur Seite stehen? Ich kann nur das, ich kann nur das auswählen. Klar, ich werde helfen. Danke. Falls Siegmund wirklich in Vern aufgetaucht ist, muss er doch irgendwelche Beweise hinterlassen haben. Ich werde den Ritterkommandantin Evelyn bitten, dir zu helfen. Ich danke dir im Voraus. Um ihr Ritter aufstellen zu können, braucht die Königin die Zustimmung des Senats. So machte ich mich auf, um vor den Senatoren auszusagen, dass der Nekromant Siegmund wieder zum Leben erweckt worden war und den Hafen von Krone angegriffen hat. Okay. Sprich mit Kommandantin Evelyn. Ja, gut. Dann machen wir das halt. Oh, ich mag das, wenn du Fliesen hast, die so spiegeln. Ich finde das mega cool. Wie ist es dir ergangen? Was sagte Ihre Majestät? Die Ritter konnten nicht entsandt werden. Mit der Abenteuergilde statt der Ritter. Ja. Ich halte ihre Entscheidung für falsch. Aber sie ist meine Regentin. Ich muss ihr gehorchen. Hilfe der Abenteuergilde, Siegmund zu stoppen. Ich werde versuchen zu kooperieren. Sehr gut. Du solltest mit Reuter sprechen. Er ist für die Abenteurergilde zuständig. Du findest ihn im Militärbezirk auf Burg Vern. Meine Neugier kann warten, bis das alles geklärt ist. Siegmund aufzuhalten sollte oberste Priorität haben. Lass mich wissen, solltest du jemanden Hilfe benötigen. Okay. Begib dich in den Militärbezirk. Kein Problem, machen wir sofort. Dann düsen wir einmal dahin, wo auch immer der Militärbezirk ist. Muss ich denn hin? Ach, da oben. Achso, ich kann ja reiten, fällt mir gerade ein. Dam, 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 dam.
So. Okay, weg, weg. Weg. Ja, okay. Kampfgegenstand, bliblablub, das muss alles weg. Antike Goldmünze auch weg. Das weg, das weg. Das weg. Okay, warum hat die mal hier? Das können wir verwenden. Das kann man wegpacken. Was ist das hier? Aura der Resonanz, Regenerationselixier. Okay. Stein der... Komm, die packen wir weg. Keine Ahnung. Check ich noch nicht so ganz. Außergewöhnliche Steine. Also wir müssten die Steine mal schleifen. Okay, zerlegen. Klack, klack, klack. Zerlegen, weg. Okay, das war die Kette und die haben wir gleich ausgetauscht. Okay. So, zerlegen, klack. Wie lösche ich denn eigentlich das hier? Kann ich das irgendwie löschen wieder? Kann ich so ein Set einfach löschen, dass das nicht da permanent mir da reinfummelt? So. Okay, machen wir Kartenpaket auf. So. Kartenpakete. Okay. Dann die Karten aufmachen. Klack. So. Mihan, der Fürst von Zagoras. Er ist Prinz Therine absolut treu ergeben. Kam eins Handlanger, der gefährliche Forschungsarbeiten an der Sapirehülle durchführt. So, zwei öffnen, klack. Belganus und Schericht. Schericht, der Regent von Doterra, er vergiftete den ehemaligen König und wirkte heimlich mit dem Mond zusammen, um die Krone für sich zu beanspruchen. Velganos, Meister der Mächte des Lichts und der Dunkelheit, richte den Feind mit seinen flammenden Zorn. Zack. Okay, zwei öffnen. Sera und Zera sind diese Wasserelemente, oder nicht? Eine Autorin, die im Geheimen arbeitet. Sie schreibt geheime Romane, die auf Gerüchten beruhen. Ach, Sera, okay. Bardin aus Prideholm. Sera. Okay. So. Dann schmeißen wir das hier noch weg. Hervorragend. So, diese Münze. So. Dann haben wir das hier. Steinplatte. Ach ja, den Signaltod. Wollte ich mal entschlüsseln. Ich habe es immer vergessen. Buch der Dämonen gebunden, nicht handelbar. Was auch immer wir damit machen können, ich habe keine Ahnung. Wir finden es irgendwann raus. Okay. Gib uns bitte Bescheid, falls es ein Problem gibt. Götter. Wie kann ich helfen? Hallo, Professor. Wo ist der Anführer der Abenteurergilde? Oh, Rotaro. Er ist zum Raid-Anschlagbrett gelaufen. Er sagte, er hätte eine dringliche Bitte. Ich weiß nicht, welche Bitten dringlicher sein könnten als die von der Gesellschaft für Magie. Warte mal, du siehst mir ziemlich stark aus. Wie wär's? Würdest du dich der Herausforderung eines Chaos-Dungeons stellen? Der Chaos-Dungeon? Ja, siehst du die Statue da drüben? Sie wurde vor langer Zeit von dem Erdgott Arcturus als Schutz gegen den Riss errichtet. Doch vor kurzem bebte die sterbliche Welt, erschuf verzerrte Nachbilder des Risses und schwächte die Schutzkraft der Statue. Die Gesellschaft für Magie fand heraus, dass die Kraft wieder stabilisiert werden kann, indem man diese verzerrten Schatten der Vergangenheit zerstört, die man auch als Chaos-Dungeon kennt. Doch man muss wirklich stark sein, wenn man den Kräften widerstehen will, die auf der anderen Seite des Risses lauern. Und du siehst ziemlich stark aus. Wie stelle ich mich dem Chaos Dungeon? Wie ich sehe, habe ich dein Interesse geweckt. Den Chaos Dungeon kannst du durch die Statue des Eldenkriegers betreten. Nimm diesen Dimensionsresonanzstein. Dieser Stein resoniert mit den Wellen, die aus dem Dimensionsriss kommen. Stell dich vor die Statue und benutze den Stein, um die gleiche Wellenlänge zwischen dir und der Statue zu erzeugen. Jedes Mal, wenn du den Dimensionsriss stabilisierst, werden deine Erfolge auf der Statue des Erdenkriegers verzeichnet. Diese Aufzeichnungen werden eines Tages nützlich sein, um den Dimensionsriss ein für alle Mal zu versiegeln. Und jetzt werde ich die Statue des Eldenkriegers für dich aktivieren.
So, vor der Statue des Eldenkriegers benutze den Dimensionsresonanzstein. Die Luft wird mit Stein rumwirbelt. Drücke am Zwemmesleaf von Trixion zu spielen. Drücke auf zwei Beatrice, um Trixion aufzusuchen, um die Erweckungsquest zu erhalten. Okay, auf nach Trixion. Ha. Hallo Beatrice. Du bist jetzt bereit, eine neue Macht zu empfangen. Die Dämonenkommandanten werden erneut versuchen, den Rotmond einzubinden, um ihn wiederzubeleben. Um diese Dämonen zu bekämpfen, die stärker als jemals zuvor sind, benötigen wir alle Macht, die wir kriegen können. Spiele zum Reisen des Lied von Trixion. Sprich mit Beatrice. Beatrice sprach davon, dass es einer neuen Macht bedürfe, um die Arche vor den Dämonen von Petrania zu beschützen. Um diese Macht zu halten, muss ich Sasha in Stern in Arthurtyne aufsuchen. Hinweis, wenn andere Kanoniercharakter in deinem Kader die Erweckungsquest bereits abgeschlossen hast, kannst du mit der Erweckungsabkürzung-Quest in Trixion fortfahren. Erweckung, Durst nach Macht. Erwachen, Chaos-Fragment. Was? Kader EP. Was? Ich werde dich bei der Suche nach neuer Stärke leiten. Ich werde dich auf deinem Schicksalspfad ein wenig begleiten. Du musst sie finden. Egal wie. Irgendwo in dieser Welt liegt ja deine wahre Macht verborgen. Finde sie. Auf der Suche nach neuer Kraft. Okay. Für ein Gespräch mit Beatrice brauchst du mehr Charisma. Okay. Begib dich auf den Dampfer nach Arthurtyne und sprich mit Sasha. Na gut. Dann mal wieder auf nach Arthurtyne. Warum auch nicht? Okay, also ich habe hier auch Ruckler. Also wenn jedes Mal, wenn das Spiel irgendwas lädt, dann dauert es ein bisschen. Ah, die Resonanz war offenbar erfolgreich. Hier, der braucht doch ewig zum Nachladen gerade. Also irgendwas ist gerade krumm mit Windows oder Nvidia oder sonst was oder den ganzen Spielen. So, der Tag wird kommen, an dem wir den Dimensionsriss endgültig verschließen werden. Bis dahin kümmere dich bitte weiter um die Wiederherstellung des Friedens in Arkesia. Der okay. Dimensionsriss ist offen. Trixion braucht eine neue Energiequelle. Bitte, hilf uns. Okay.